Hallo, es ist Liha 2004. Heute habe ich mal wieder ein Video, was so ähnlich ist wie die Karriere nach der Karriere. Und zwar geht es heute um Enes Meral oder vielleicht, wie ihn die meisten von euch kennen, als Mero. Er ist ja Deutschrapper, hat ja, ich glaube, im Oktober, Ende Oktober, November mit seiner Debütsingle Baller los den einen oder anderen Rekord gebrochen und dann auch danach noch mit Hobby Hobby und Wolke 10 und beziehungsweise von mir aus gestern hat er auch sein Debütalbum Ja Hero Ja Mero rausgebracht, veröffentlicht und zwar mit dem Label Groove Attack Tracks. Das ist ja ein Unterlabel von Xatar, ein anderer Rapper. Aber erstmal kurz zu der Person Mero, beziehungsweise Enes Meral. Er ist im Jahr 2000 geboren und wird diesen Juli noch 19, also er ist momentan 18 und hat jetzt sein erstes Album veröffentlicht. Und ihr fragt jetzt vielleicht, was hat das mit Fußball zu tun? Und zwar hat Mero bzw. Enes Meral mal Fußball gespielt und das auch gar nicht schlecht. Nämlich bei, war er 4 Jahre lang bei Darmstadt, den Lilien, weil ich kein Darmstadt-Trikot habe, ein Hertha-Trikot, weil das ja in der Nähe liegt. Und zwar war er dort im Nachwuchsleistungszentrum und da kommt man auch nur hin, wenn man wirklich was drauf hat und ein guter Fußballer ist. Und in Deutschland gibt es 54 solcher Nachwuchsleistungszentren. Und zwar die erste und zweite Bundesliga, da muss jeder Verein so ein Nachwuchsleistungszentrum haben. Und dann, ab da ist es egal. Und in der dritten und vierten Liga haben dann noch 19 oder so, auf jeden Fall noch ein paar weitere Mannschaften, solche Nachwuchsleistungszentren, dass man insgesamt auf 54 Nachwuchsleistungszentren kommt in Deutschland. Tolles Wort. Aber noch weiter zu Mero. Er hat nämlich in einem Lied, das heißt Enes Meral, so wie er auch heißt, in seinem Album, und da singt er bei etwa 1 Minute 26, bleibe der Enes im Trikot, doch in der Kabine war ich wieder Mero und sorgte für eine bombastische Stimmung. Also er singt darüber, hat Fußball gespielt und da war dann der Enes Meral auf dem Platz und dann in der Kabine war er wieder der Mero, der da gerappt hat. Der wurde ja auch früher durch Handyvideos bekannt, wie er halt gerappt hat. Und vielleicht noch, was man wissen könnte, hat die Rücknummer 7 gespielt. Und in seinem Album hat er auch ein anderes Lied, Buffon, das heißt Buffon, was vielleicht so ein bisschen seine Verbundenheit zum Fußball ausdrückt, dass er halt noch mit einer Fußballlegende sich sozusagen vergleicht, weil sie sind, glaube ich, be werde bekannt wie Buffon oder so. Und momentan, er ist jetzt ja halt viel unterwegs durch seine Musik. Aber er spielt noch in der U19 von wie ist der Verein? SV Schwanenheim. Er spielt momentan noch in der U19 von SV Schwanheim, also wenn er denn dann Zeit hat zum Spielen, weil er ja ziemlich beschäftigt ist. Auf jeden Fall, was kann man über Mero sagen? Er ist ein richtig heftiger Typ. Ich feiere seine Musik, ich feiere das Album und ich feiere auch, dass er mal Fußballer war. Mero, falls du das siehst, glaube ich zwar nicht, aber viel Glück dir weiterhin auf deinem Weg und baller los, QDH. Das war's in diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier diesen Kanal und ciao.